Hallo und herzlich willkommen zurück zu Garden Witch Live. Ja, ich habe so viel zu tun. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Wir müssen Tin auf jeden Fall was zu essen geben. Und wir haben einige Sachen hier drin. Feentau, den haben wir aber eingesammelt. Den brauchten wir jetzt nicht, um irgendwas zu herzustellen, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich muss mal eben schauen, wie mein Garten jetzt gerade aussieht. Ich würde sagen, wir laufen erstmal rüber. Wir können dann auch noch was zu essen machen. Hier vorne wächst Löwenzahn, das ist cool. Und wir müssen natürlich bei Tin irgendwie gucken, dass wir dann mit ihr die Freundschaft erhöhen, weil ich nämlich endlich mal goldenes Werkzeug haben möchte. Also, ich habe ein Geschenk für dich. Ich kann ihr jetzt aber keine Geschenke mehr geben, so wie ich das verstanden habe. Einmal was zu essen. Ich kann ihr keine Geschenke geben, wenn ich ihr das Essen halt bringe. Das ist das Blöde. Das heißt, ich kann sie jetzt auch nicht leveln in der Zeit. Was mich ehrlich gesagt total nervt. Ich habe übrigens vielen, vielen Dank für die vielen Einsendungen. Ich habe das auch mal ein bisschen komplettiert. Mit anderen nochmal gemeinsam. Und ich habe einen Blogbeitrag, ich glaube gestern oder vorgestern, also vor dieser Aufnahme jetzt hier, habe ich auch gemacht bei mir im Blog. Und ja, wo sonst, ne? Es ist ja ein Blogeintrag. Und da könnt ihr dann nochmal in einer schönen Übersicht sehen, für wen ihr welches Essen braucht. Also ich habe jetzt nur das Lieblingsessen aufgeschrieben, damit ihr das Ganze weiter hochleveln könnt in der Freundschaft. Ich gebe keine Gewähr darauf, dass das Ganze komplett ist. Ich habe es aber mit bestmöglichem Gewissen, ja, abgesprochen und soweit erstellt. So, jetzt haben wir wieder Muffins, die wir wieder für ein bisschen Geld verkaufen können. Viel ist es ja leider nicht. Kann man hier sehen? Ja, 915 haben wir aktuell. Ich weiß natürlich auch nicht, was ich jetzt brauche. Ich habe auch noch den Tipp bekommen, dass ich die ganzen Gerätschaften auch noch kaufen soll, was für mich natürlich dann wiederum noch blöder ist, weil das kostet natürlich auch dementsprechend mehr. Moment, Rosen, Rosen. Da können wir direkt mal zu der einen hingehen. Weil das Lieblingsessen, genau. Eine Lieblingssache von ihr sind nämlich Rosen. Da muss ich jetzt mal eben schauen, wie heißt sie denn jetzt nochmal? Die Bibliothekarin hier. Da kann man nämlich Rosen geben, Rosenwasser, Rosenparfüm und Birkenwasser, habe ich mir sagen lassen. Ich habe es ja noch nicht alles ausprobiert, aber ich werde es jetzt mal ausprobieren. So, eins, zack, zack. Ja, Rosen sind auf jeden Fall 100 Punkte. Das ist schon mal sehr, sehr gut, weil die haben wir ja angepflanzt, so, angeflüchtet, genau. Nein, ich würde auch nicht darunter fallen, bitte. Ich hasse es, dass ich hier immer die Schritte falsch mache. So, dann, das ist Aurel. Ich will immer Auriel sagen, ich weiß nicht warum. Genauso wenig weiß ich, warum gerade meine Stimme weg ist. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Habe ich irgendwas? Doch Gänseblümchen. Nee, das Kamillenblüte. Gänseblümchen habe ich gar nicht. Heiße Schokolade würde er auch nehmen. Oder ich glaube, es ist Orangensaft. Also, ich habe mal im Internet geschaut, was er noch haben möchte. Da stand Orange Juice. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist Orangensaft. Jetzt ist natürlich die Frage. Ich weiß natürlich auch nicht, was wir bei ihm jetzt sonst noch bekommen, wenn wir da die Freundschaft erhöhen. Aber ich würde sie schon gerne erhöhen, ist die Frage. Hat sie zufällig relativ günstig? Hallo? Zahlender Kunde wartet hier. Ist sie noch nicht wach? Wo ist sie denn? Ist sie mittwochs nicht da? Moment. Hä? Da stand gerade. Nee, jetzt steht der Backofen. Stand nicht eben Backen da? Wo ist sie denn? Da ist sie. Hat sich einfach weggeschlichen. Ja. Jetzt backt sie hier rum, ne? Also backen, nicht backen. Ich würde gerne etwas kaufen. Ja, müssen wir mal gucken. Also, wir haben heiße Schokolade würde uns 75 kosten. Wir wissen aber jetzt natürlich nicht,
Wie das Rezept dafür ist. 75 ist schon ziemlich viel, ne? Orange Juice. Also ich denke, das heißt Orangensaft, aber. Tja. Nehmen wir mal eine heiße Schokolade mit. Es ist blöd, dass ich da keine Rezepte bei ihr bekomme, sonst würde ich die halt selber herstellen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich die vielleicht mal trinken muss, damit ich die dann herausfinde, wodurch die gemacht ist. Keine Ahnung. Ein Geschenk für dich. So, heiße Schokolade. Wenn das nicht stimmt, dann bin ich sauer. Ja, heiße Schokolade stimmt. Okay, sehr schön. Aber Tor. Achso, das war mit dem Gipfel, genau. Aber ich gehe mal stark davon aus. Oh doch. Ja, doch. Er ist ein bisschen höher gestiegen. Doch. Okay, immerhin. So, dann Honig haben wir nicht, Eiscreme haben wir nicht. Alles andere haben wir auch alles nicht. Also können wir der Bienenzüchterin quasi gar nichts geben. Wir haben aber einen, was ist denn das hier, gefallener Stern? Einen gefallenen Stern dabei. Den können wir an, lasst mich nicht lügen, an Luam geben, den Typen vom Spa. Wir testen jetzt mal alles aus, was ich gesagt und geschrieben bekommen habe. War doch jetzt hier richtig zum Spa, ne? Das kommt mir so lang vor. Hallo? Ah ja. Für Luan. Du warst Luan, oder? Der immer so bekifft wirkt. Ja, okay. Ich habe ein Geschenk für dich. Warum auch immer du das verdient hast, weil ich habe da nicht so viele von. Bitte schön. Ja, plus 100. Sehr schön, sehr schön. Wir brauchen noch Löwenzahnblüten, Kamillenblüten. Sammle einmal Honig. Haha, woher soll ich das denn nehmen, wenn nicht stehlen? Ich habe keine Ahnung, wie ich Honig bekomme. Das ist ja das Problem. Ich darf ja von ihm wahrscheinlich oder von ihr auch keinen Honig nehmen, ja, ne? Da kann man nichts machen, da kann man nichts machen. Tja, sie möchte halt gerne Honig haben, das ist das Problem. Da ich aber keinen Honig habe, ist das natürlich ein doppeltes Problem, weil ich den ja irgendwo herbekommen muss. Aber ich habe keine Ahnung, woher ich den bekommen soll. Muss ich dich eigentlich ein bisschen. Ja, vielleicht ganz gut, oder? Wenn ihr ein bisschen bewässern würdet. Bewässert würdet? Ach, ihr wisst schon, was ich meine. So, ich dachte gerade schon, da wächst auch noch was, aber. Dann schauen wir mal. Oh, also sie wachsen aber zumindest. Ist jetzt die Frage, ob sie jetzt wirklich so wachsen, wie sie sollen. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus, oder? Ich meine, beim letzten Mal sind die. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich die schon hier drin habe. Aber ich meine, beim letzten Mal war es nicht so schön wie jetzt hier. Ich meine, da sind die nicht so schnell gewachsen. Ich vermute mal, weil die halt so in die Höhe wachsen und das dann unterstützt werden muss. Oh, hier ist schon alles grün, sehe ich gerade. Das ist ja cool. Aber muss natürlich trotzdem immer mal wieder so ein bisschen gegossen werden. So. Und du bist wahrscheinlich ein Bäumchen. Hier habe ich ja auch so schön das im Kreis gemacht. Vielleicht habe ich nicht mehr viel. Ich habe irgendein Pling gerade gehört. Ach, das war, glaube ich, aber, weil das jetzt leer war. Kann das sein? So, euch gieße ich auch nochmal. Weiß nicht, was. Oh, ja, jetzt weiß ich, was du bist. Okay. Ich wollte gerade noch sagen, ich weiß nicht, was du bist, aber dich gieße ich auch. So, der Komposter ist soweit auch fertig. Brauche ich denn? Oh ja, ich brauche auf jeden Fall wieder einen neuen Kompost.
Den habe ich, warum auch immer, nicht mehr aufgefüllt. So, das Feengras muss ich nochmal machen. Hier waren, glaube ich, irgendwelche Blumen. Das machen wir auch. Ich habe auch ein ganz tolles Cozy Game gekauft. Das müssen wir uns nochmal eben angucken. Wo man einen Garten... Ja, das können wir mitnehmen. Wo man einen Garten bepflanzen muss. Das werde ich auf jeden Fall auch noch hier auf dem Channel machen. Nur leider, leider habe ich im Moment nicht so viel Zeit. Zumal ich das Problem aktuell habe, dass ich eine Anfrage nach der anderen reinbekomme, dass ich Spiele vorstellen darf. Was an sich nicht schlimm ist, aber wenn es natürlich zu viel auf einmal ist, dann, ja, muss man halt ein bisschen gucken, wie man dann alles... Da ist die Ente wieder! Wie man alles miteinander koordiniert. Hallo, Entchen! Ja, hallo! Euch streichle ich auch. Zum Glück haut ihr nicht ab. Sieht zumindest so aus, als ob ihr nicht abhaut. Ja, jeder hier kriegt ein bisschen ab von der Liebe, ne? Ich habe eine Schnecke am Anfang, glaube ich, vergessen. Also, die habe ich schon gegossen. Dann nehmen wir die zwei auch noch eben. Ja, lauf bloß nicht dran vorbei. Genau. Ach komm, du kannst mich doch machen. Wenn du mal was gießen willst. Also, nicht mal was gießen willst, sondern, ne? Wenn du die mal gießen möchtest. So, du kriegst auch noch was, Liebe. So. Haben wir, glaube ich, hoffentlich euch alle erwischt hier. Das habe ich natürlich geil gemacht, weil das jetzt hier so ganz komisch reinwächst. Naja, hoffen wir mal das Beste. Okay, dann schauen wir mal eben. Da würden wir die Blüten kriegen. Und da kriegen wir aber nur die Samen, oder wie? Ich bin mir da immer nie so sicher, wann ich die jetzt wirklich machen soll. Minze ist schon auf dem letzten Stand. Ja, da habe ich jetzt tatsächlich nur die... Nur die Minzsamen bekommen. Dann pflanzen wir die nochmal neu an. Oh, hier noch so ein bisschen. Achso, waren nur drei jetzt insgesamt. Okay. So. Was haben wir denn hier? Da kriegen wir die Samen auch noch nicht. Dann würde ich mich sagen, dass wir ein paar Samen davon besorgen und die dann so vermehren entsprechend. Die sind auch noch nicht fertig. Ja gut, das Einzige, was fertig ist, ist halt das Feengras, sage ich mal. Was hatte ich denn hier überhaupt angepflanzt? Ach, das war die Kamille. Okay. Die Kamille. Ja, da müssen wir dann entsprechend nochmal drauf warten. Löwenzahnblüten. Das wird eher das Problem. Habe ich hier jetzt gerade, das sind die Blüten, ne? Gut, dann sammle ich dich jetzt auch schon mal auf. Die sind aber schon wieder zu weit. Da können wir keine mehr holen. Da kriegen wir nur noch die Pusteblume von. Die ist noch nicht weit genug. Da brauchen wir noch einen Tag. Ja, dich lasse ich noch mal stehen. Dich auch. Du brauchst auch noch einen Tag oder so. Na gut, na gut. So, das ist das mit dem Essen. Da brauche ich auch noch drei Tage, bis wir da weiterkommen. Damit komme ich nicht weiter. Erreiche den Gipfel. Ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass das das ist, was hier hinten drin ist. Und dementsprechend wohl nur mit dem anderen Werkzeug zu erreichen ist. Oh, das wird Löwenzahn. Okay. Dann kriegst du von mir ein bisschen Wasser. Ich darf dir kein Wasser geben, warum auch immer. Aber Dünger darf ich dir geben. Na, immerhin. So. Das sammeln wir mal auf. Haben wir denn irgendwas Neues hier im Wald, was wir noch einsammeln können? Oh, das ist gut. Lavendel nehmen wir auch gerne mit. Hüpf doch mal darüber. Geht zwar immer, ich kann es mir anschauen, aber so wirklich anschauen kann ich. Ich kann hier noch nicht mal richtig durchgehen. Das ist so zugewuchert hier.
Na gut, dann eben nicht. So. Wem können wir denn noch was geben? Oder können wir hier noch irgendetwas bauen? Das wäre vielleicht auch noch ganz gut. Weil das Problem ist halt, ich möchte euch natürlich auch nach Möglichkeit immer was Neues zeigen. Wenn jetzt aber gerade nichts Neues da ist, ist das natürlich schlecht. Ach so, ich wollte hier noch mal kurz gucken. Nee, das ist Löwenzahnkaffee. Ich habe hier nämlich jetzt nicht erlernt, wie ich das mache. Das müsste die heiße Schokolade, glaube ich, gewesen sein. Aber ich kriege das Ganze nicht dadurch. Brennnesselblatt und Wasser. Ach, ich hätte mir Blätter besorgen können. Moment. Ich brauche aber, glaube ich, fünf. Moment, das können wir schon mal reintun. Das brauchen wir, glaube ich, auch für nichts. Die haben wir jetzt nur so gesammelt. Erdbeeren dürften wir eigentlich auch für nichts gebrauchen. Samen kommen nach draußen. Feengras. Das hier brauchte ich für irgendein Rezept, das weiß ich noch. Das können wir mit reintun. Das auch. So. Die Rosen. Ja, obwohl. Andererseits lassen wir die Rosen mal drin. Tun wir die aber nach hier unten, weil wir die immer wieder abgeben. So, dann sind hier die Feensachen. Ah, ne, das sind meine. Genau. Sternbriseblatt, was auch immer das sein soll. Sternenstaub, das wollte doch auch jemand haben. Und zwar Ruht der Mächtige, aber ich weiß halt nicht. Ach, Sternstaub ist auch für Tinnen. Das werden wir auf jeden Fall erstmal drin lassen. Feentau, Feentau. Sehe ich jetzt aktuell für niemanden. Gemmi hat gern gewürfelte Zwiebeln. Ich habe noch gar keine Zwiebeln, fällt mir gerade ein. Minztee und Minzbubbletee. Ja, können wir uns aber jetzt nicht drum kümmern. Ich brauche da fünf für, oder? Ja, ich brauche da fünf für. Schauen wir mal draußen, ob wir da noch was machen können, weil wir brauchen ja insgesamt noch drei Mahlzeiten hier für Tinnen. Du warst Minze. Jetzt habe ich die Blätter natürlich verpasst. Mist. Du bist auf jeden Fall schon fertig, also kann ich nur noch die Samen nehmen. Das ist natürlich doof. Ihr seid auch schon alle fertig, ne? Ja. Drei, vier, fünf, sechs. Also sechs habe ich gepflanzt und 13 Samen habe ich rausbekommen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs machen wir wieder rein. So, das da hinten sind Brennnessel. Die beiden sind auch Brennnessel, wobei. Nee, er wollte ja Minz. Ach, Moment. Ist das jetzt. Ach, das ist Brennnesselsuppe. Brennnesselblatt. Ach, was rede ich denn hier? Ich wollte gar keine Minze haben. Ich wollte Brennnessel haben. Ah, ich bin so doof manchmal. Ha. Okay, dann nehmen wir hier die brauchen wir. Zwei. Drei. So, dann können wir wenigstens noch mal einen machen.
Und ehrlich gesagt weiß ich sonst gar nicht so richtig, was ich mit euch heute noch machen soll, weil ich habe ja jetzt keine neuen Aufgaben. Das ist halt das Blöde. Ach so, Wasser muss ich noch mitnehmen. Moment. Hatte ich das hier drin? Es wäre schön, wenn es so eine Übersicht geben würde, dass man von vorne direkt sehen würde oder wenn man davor steht, direkt sehen würde, so oben drüber, was da alles drin ist. Das wäre cool. So, dann machen wir einmal die Suppe. Also, zweimal Wasser hinzufügen. Eins, zwei. Erwärmen. Und fünfmal Blätter. Vier, fünf. Und rühren. Fertig ist die Brennnesselsuppe. Das heißt, wir haben jetzt zwei. Wir brauchen aber eigentlich mehr. Moment, wie viel haben wir jetzt eben bekommen? Ich habe doch drei geholt, oder nicht? Weil wir bräuchten eigentlich noch mal dreimal Brennnesseln. Also drei Blätter, nicht drei Brennnesseln. Du bist gerade drin. Ein Blatt. Da würde ich jetzt die Blüte bekommen, aber keine Blätter. Das ist so blöd, dass das so verschiedene Phasen hat. Ich will das jetzt nicht mittendrin rausnehmen eigentlich, aber... Ach, da waren jetzt zwei drin. Ach, Moment. Das liegt an den Phasen, oder? Ich glaube, einmal war da so ein Blatt angezeigt und einmal zwei Blätter. Kann das sein? Ah. Okay, dann warte ich demnächst einfach noch ein bisschen länger. Wir machen da noch mal einmal einen. So, Wasser rein. Erwärmen. Na, komm ein bisschen schneller. Und die Blätter. Und umrühren und fertig. So, dann haben wir nämlich jetzt für die letzten 3 Tage auf jeden Fall noch Brennnesselsuppe für Tin. Das ist schon mal gut. Da mache ich erstmal die Samen noch weg. Das sind die, ne? Lavendel. Ich weiß gar nicht, ob ich Lavendel jetzt. Ja, muss ich aber haben, sonst hätte ich das ja jetzt nicht. Birkensamen. Ja, ich wollte mir irgendwo schon die ganze Zeit eine Birke hinstellen. Auch wenn ich nicht so genau weiß, wo. Ach nee, oder hat das nicht geklappt, weil das zu viel war, weil das zu groß war? Nee, die ist nur so klein. Warum ist sie nur so klein? Kann ich die mit irgendwas vielleicht verbessern oder so? Also hier ist auf jeden Fall schön grün. So. Ich hoffe, das reicht dann alles vom Platz her. Kriegt auch noch mal ein bisschen Dünger. So, Thema Dünger. Ich habe mir ja eigentlich vorgenommen, dass ich immer wieder mal so einen Streifen drumherum mache. Dass ich das hier sowas vervollständige, damit das halt immer wieder ein bisschen weiter sich ausdehnen kann, ne? Wir werden ja ganz, ganz viel Dünger noch verbrauchen. Oh, das ist wieder ein gefallener Stern. Da ist wieder ein gefallener Stern. Falls ihr den übrigens auch sammeln wollt, ich habe festgestellt, der kommt entweder nachts oder, ja, jetzt haben wir ja abends sogar nur. Dann liegen die hier, also die ist gut, dann liegt hin und wieder mal einer hier auf der, ja, ich sag mal, Farm rum. In meinem Garten rum, so. Und da könnt ihr dir eigentlich immer ziemlich gut. Oh, sogar noch ein zweiter da heute. Mein lieber Scholli, das muss an euch liegen. Wenn ich hier alleine unterwegs bin, dann habe ich meistens nur einen. So. Aber das ist hier irgendwie so hell. So. Aber hier habe ich schon gemerkt, selbst wenn ich die dünge, wird es hier auch nicht grün. Also das ist eigentlich vergebene Liebesmühe. Das muss ich machen, wenn ich das Ganze wirklich komplett frei habe. Aber was soll man sagen, ne? Ich kann es halt noch nicht frei machen. Das heißt, ich muss gucken, dass ich erstmal... Oh, Moment. Warum wird das vom Wasser her jetzt auf einmal... Es wird zwar jetzt noch nicht grün,
Aber es wird schon dunkel. Oder ist das jetzt nur der Schatten? Nee, das ist, glaube ich, der Schatten von dem Berg, oder? Nee, das ist der Schatten. Schade. Ich habe gedacht, vielleicht tut sich hier noch mal was. Aber leider nicht. So, okay. Wir haben noch mal zwei gefallene Sterne. Das können wir dann auf jeden Fall gut gebrauchen. Freund vor. Maximiere die Zufriedenheit für mindestens ein Tier. Oh, das ist schön. Ich habe nur keine Ahnung, worum es gerade geht. Das hat irgendwas damit zu tun, dass wir Mitternacht haben, glaube ich. Aber was meinen die mit maximale Zufriedenheit, ist klar, aber. Hä? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe doch eigentlich nur hier ein bisschen mehr Dünger drauf getan. Oder dieses Grün ist vielleicht mehr geworden und dass deswegen sich irgendein Tier hier wohler fühlt. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber das ist cool. Das ist wirklich cool. Ja, gut. Dann nehme ich hier die Tomaten auch nochmal weg. Das war keine Tomate. Was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich denn jetzt hier eingesammelt? Hä? Was ist mit dir? Da kriegen wir nur die Blüten. Ja, da warte ich lieber, bis wir das noch ein bisschen verbessern können. Polizei ist auch schon wieder unterwegs. Im Moment kennen wir ja nichts anderes mehr. Und das, obwohl ich hier nicht im Brennpunkt wohne, muss man auch dazu sagen. Wie lange brauchen die hier eigentlich noch? 15 Tage. Oh. Eieieiei. Okay. So, füllen wir das nochmal auf. Schmeißen wir das Ganze nochmal in die Kisten rein. Oder auch nicht, weil ich keine freien Stellen mehr habe. Gut, gefallener Stern, den tue ich mal hier hin, weil das sind die Sachen, die ich noch abgebe. Uralter Kristallsplitter und Bretter. Irgendwas habe ich für den Besen gebraucht. Aber das Ding heißt antiker Kristallbrocken. Und eine Erdbeere. Und einmal Feentau. Ich sollte echt eine Kiste machen. Ich brauche da nur Stöcke für, ne? Keine Bretter. So. Ich mache hier mal eine Kiste, die ich. Stelle ich die am besten hin, die ich irgendwo hier hinstelle. Oh. Ja, klar. Mitten in die Dings rein. Ja, es ist nicht schlimm. So, wir brauchen einmal Feentau. Zack. Dann brauchen wir. Was war der Rest jetzt? 10 Stöcke. Ja gut, die muss ich unterwegs irgendwie noch kriegen. 10 Stöcke. Ein antiker Kristallbrocken. Wenn das aber kein antiker Kristallbrocken ist, obwohl der so aussieht. Wo kriege ich den dann her? Ach, das sind die. Okay, ein antiker Kristallbrocken. Den tue ich mal hier rein. Wieso kann ich den nicht stapeln? Doch, kann ich doch stapeln. So, das und das. Das kann auch da rein. Und den gefallenen Stern, den nehme ich mal. Obwohl, naja, ich lasse mal einen hier, falls wir den für irgendein Rezept vielleicht noch gebrauchen. So, dann brauchen wir einen Fliegenpilz, eine Erdbeere. Nee, das war hier. Das tun wir mal rein. Eine Erdbeere. Warum auch immer man eine Erdbeere braucht, um einen Hexenbesen zu machen. Aber ich lasse das mal so stehen. So, ein Fliegenpilz, eine Erdbeere. So. Das tun wir jetzt mal alles hier rein. Das Einzige, was wir halt noch nicht haben, das sind die Stöcke. Da brauche ich noch mehr von. Und eine Schneeflocke. Die werde ich wahrscheinlich aber dann erst im Winter kriegen. Die liegen, denke ich mal, wie die gefallenen Sterne dann so auf dem Boden. Vermute ich jetzt mal. Was ist das denn hier? Kamille Badebombe. Ach du Schande. Okay. Tontopf.
Eiskristallkamin hält dann Feuer schön kalt. Ja, wer will sein Feuer nicht kalt halten, ne? Ist ja klar. Schönes Zuhause für deine Pflanzen. Eingetopfter Drachenbaum. Strauß Lavendelblätter. Nun gut, aber davon ist jetzt nichts dunkler Beistelltisch. Nee, davon ist jetzt nichts irgendwie wichtig oder fördernd oder so. Ziegelstein, nö. Okay, also die Schneeflocke, ich schätze, damit müssen wir dann noch warten bis zum Winter. Und die Stöcke, keine Ahnung, wo ich die noch herkriegen soll. Gewürzregal, das war der Komposter, okay. Dann haben wir aber zumindest schon mal die Sachen, die wir alle brauchen, hier drin, damit wir die nicht mehr loswerden können. Ja, dann ist das heute mal eine etwas kürzere Folge gewesen. Ich werde dann schauen, dass ich die nächsten, ja, Tage oder wie auch immer, Tin das Essen bringe. Das wäre dann nochmal so ein Punkt, wo ich dann euch nochmal dazu holen werde, dass wir dann hier gemeinsam nochmal was machen können. Und ja, ich hoffe, dass wir die Kamillenblüten bzw. die Löwenzahnblüten dann auch bald ernten können. Wo ich den Honig herkriege, ich habe absolut keinen Plan. Wir haben noch Sommer, theoretisch, aber wir haben halt keine Bienen, die bei uns sind. Ne? Ich vermute mal, aber es ist jetzt nur eine Vermutung, dass wir erstmal irgendwie so ein Bienenhaus oder sowas kaufen müssen. Dass sich dann bei uns, ich denke mal im Frühling oder sowas, also da, wo die dann geflogen sind, Bienen ansammeln könnten und wir dann dadurch hin und wieder mal Honig ernten können. Würde ich jetzt mal glatt behaupten. Oder es hat irgendwas mit dieser Lilly, hieß die, glaube ich, zu tun, also mit dieser Bienenzüchterin oder auch Schreinerin, dass wir da vielleicht bei höherem Freundschaftslevel was holen können. Ich bin mir nicht sicher. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, damit ich weiß, worauf ich da hinarbeiten kann. Weil etwas zu wissen, aber es trotzdem nicht machen zu können, ist halt genauso fies, wie wenn man es nicht weiß. Deswegen ist es im Endeffekt auch egal. Also, sprich, deswegen kann ich es auch gerne wissen. Ja, also wundert euch nicht, es kann vielleicht auch sein, dass ich mal ein, zwei Tage nichts hochladen kann, weil ich noch nichts Neues habe, muss ich dann mal gucken, wie wir das machen können mit Tin. Wobei, ja gut, ich kann auch die Tage überspringen. Eigentlich sollte das nicht das Problem sein. Zumindest das mit Tin kann ich noch machen. Bei den anderen Sachen weiß ich halt nicht. Den Honig kriegen wir nicht so schnell, befürchte ich. Ja, wofür ist das überhaupt nochmal? Wofür? Baum des Wissens. Ach so, wegen der Krankheit, genau. Ja, gut, müssen wir mal gucken. Aber wenigstens die Sache mit Tin werden wir noch hinkriegen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!